Und das waren die zwei Schritte und jetzt kommen wir zu dem letzten Verband, ja, weil es handelt sich letztlich um eine kleine Verletzung. Und jetzt Nee, muss nee, ein. nicht um die Verletzung. Es geht darum, dass der Edelreißer, wenn die austreiben, bilden die Blattmasse. Und es ist eine Angriffsfläche für den Wind, ja. Das heißt, es bewegt sich, wenn hier Stürme sind. Und damit die nicht rausbrechen, weil die sind ja nur sehr locker hinter die Rinde geschoben, werden die dann nochmal befestigt extra mit irgendeinem geeigneten Veredelungsband. In dem Falle mache ich das hier mit solchen palmärischen Veredelungsband. Also das Gartnetz muss elastisch sein, das ist wichtig, ja. Und genau, da muss man mal schauen, wie das hier geht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ich ein kleiner Schnitt ist. Das ist der Veredelungsband. Und das ist die Veredelung, das Veredelungsverband, ja, an diesem Baumstumpf. Wird ja nichts, Papa, wir müssen es abbrechen. So, naja, meine Damen und Herren, man lernt durch Versuche. Ihr solltet auch wissen, das handelt sich um Survival-Techniken. Wenn wir wissen, dass unsere Zwetschgen und Äpfel und Pfirsiche permanent einfach nur aus einem sehr kleinen genetischen Pool in Europa wiederholt werden, was kommt, wenn dann zufällig plötzlich eine Krankheit unsere paar Gene überfällt und wir haben keine dieser Früchte. Da helfen natürlich die alten Sorten, die widerstandsfähigen und die aufgepfropften Kombinationen. Und da muss man auch lernen, wie man das alles macht. Und da gibt es auch Versuche und misslungene Versuche. So ist das im Leben. Gut, Huber, Zwaha, Tatsavitur.